Freddy. Wen oder was hast du uns heute kulinarisch mitgebracht? Natürlich mein Gesang, liebe Nora. Aber natürlich nicht nur mein Gesang, weil wir wollen auch, dass die Leute zugucken. Deswegen geht es heute in die US und A. Dabei steht A für awesome. Und Leute, super, wir machen das absolute Nationalgericht der Amerikaner. Es gibt Burger. So, Nora, ich zieh dir das Ding schon mal auf für die Frittenbude. Ja, setze gleich nochmal richtig auf. Ganz genau. Freddy, du hast gesagt, wir werden heute Burger grillen und zubereiten. That's right, ma'am. Das hier sieht danach aus, als wären es die Zutaten. Yes, ma'am. Ist es korrekt? Yes, ma'am. Kannst du was anderes sagen außer yes, ma'am? No, ma'am. Okay, cool. Genau, du hast recht und wir machen ja, haben ja schon gesagt, wir machen eine absolute Ikone und zwar einen richtig geilen Burger. Und da die Frage für dich am Anfang, was für Burger magst du eigentlich gerne? Also vom Patty her, magst du eher so ein dickes Patty oder so ein Doppelpatty? Nee, doch schon so richtig dick, fleischig, saftig. Ja, weil so dünn ist auf trocken an meinem Kopf. Richtig. Gut. Und genau das, was du magst, machen wir heute nicht, denn wir machen ein richtig geiles Smash Patty. Smash Patties sind die älteste Form von Burger oder Patties, die es überhaupt gibt in den USA. Aber da kommen wir später zu. Und ne? Die sind dünn. Die sind richtig dünn, weil smashen heißt also wirklich auf die Platte drücken. Und du wirst auch sehen, und ihr zu Hause dann natürlich auch, dass diese Form von smashen trotzdem unglaublich saftig ist. Komme ich aber nachher zu. Wir gehen einmal ganz kurz über die Zutaten, damit ihr auch wisst, was wir hier überhaupt machen und was ihr vielleicht auch braucht. Dann haben wir diese wunderschönen Burger Buns. Die habe ich natürlich gestern schon vorgebacken. Die sind richtig flauschig. Die hast du selber gemacht? Die habe ich wirklich selber gemacht. Darf ich es anfassen? I swear. Oh, sehr flauschig. Ne? Sehr flauschig. Dann auf jeden guten Burger gehört natürlich Käse. Hier haben wir eine Mischung aus American Cheese und Provolone. Ne? Also richtig schmelzig. Dann natürlich Gurken kommen drauf. Wir haben Salat. Wir haben Zwiebeln. Und mit den Zwiebeln machen wir was ganz Besonderes. Und zwar werden wir die beizen. Erkläre ich dir nachher auch, was das auf sich hat. Okay, ich bin gespannt. Ne? Ja. Wir haben Tomate, natürlich Ketchup, Mayo etc. Und der Star ist natürlich hier unser Fleisch. Denn wir machen Burger from scratch, Leute. Und das bedeutet, dass wir unseren Patty Blend, also Blend ist die Mischung aus Fleisch, die wir durch den Fleischwolf, den du gleich, Nora, durch den Fleischwolf jagen darfst. Das habe ich noch nie gemacht. Mit 2,5 PS. Was halt quasi in diesem Blend drin ist. Da gibt es mannigfaltige Sachen. Ne? Jeder ist der Architekt seiner Fleischstücke. Und wichtig ist nur, dass ihr zu Hause mindestens 30, wenn nicht auch manchmal 40% Fett habt in diesem Patty, damit es auch wirklich saftig bleibt. 40% Fett? Yes, ma'am. Okay, das sieht schon auch sehr fettig aus, muss ich sagen. Okay. Genau. Soll ja auch schmecken. Soll schmecken. Fett ist Geschmacksträger. Ne? Ich zeig's einmal hier. Wir haben einmal hier, das ist Hüfte vom Rind. Wollte ich gerade sagen, was ist genau. Rind? Also alles Beef Rind. Patties, immer nur reines Rind. Okay. Wir haben Rinderbrust, also Brisket-Stück. Schön fettig. Ist schön fettig. Und das ist Ochsenschwanz. Das Ding hinten. Das Ding hinten, was die Fliegen wegwedelt. Okay. Richtig, genau. Das ist unser Blend. Um mal richtig zu klären. Ja, genau. Auch für die Kids da draußen. Also, das machen wir gleich, Nora. Und ich würde sagen, ich bin ready. Hast du Bock? Ich bin total ready, absolut. Ja. 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 Bevor wir aber anfangen, möchte ich genauso enden, wie du angefangen hast, mit der amerikanischen Flagge. Mhm. Ich möchte sie noch mal zeigen. Weißt du, wie dieses Design entstanden ist? Bürgerkrieg? Beinahe. Das hier hat ein 17-jähriger Schüler aus Ohio entworfen. Der hat, lass mich nicht lügen, 58 diesen Entwurf vorgeschlagen, hat dafür eine Note 2 bekommen und 59 wurde es dann vom Kongress akzeptiert. Never. Ja, haben wir wieder was gelernt? Awesome Facts, Leute. Schmeckt aber nicht so gut wie die Burger, die wir gleich machen. Das werden wir sehen. Guck mal, Nora, ich habe da mal was vorbereitet, das wollte ich schon immer mal sagen. Von Zauberhand. Von Zauberhand hat sich das Fleisch in Stücke geschnitten. Ich gebe dir das mal in die Hand. Du hast ja, bitte? Warst du schon mal im Fleischwolf? Bist du so Fleisch? Ob ich schon mal drin war? Nee, das noch nicht. Das ist auch besser. Also pass auf, eigentlich ist es relativ simpel. Es mischt sich ja eh selber. Ich stelle hier was unter. Ja. Dann machen wir das Ding an, das wird jetzt relativ laut. Okay. Und dann packst du das einfach Stück für Stück, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach oben rein. Ja. Und dann hoffen wir, dass es unten auch so rauskommt, wie wir es wollen. Ja. Wenn nicht, bestellen wir was. Ganz gut, genau. Also, ready? Ja. Dann go.
wie von Zauberhand. Okay, also okay. Punkt 1, Fleisch ist fertig. Wir haben richtig schön selbstgemachtes Fleisch, selbstgemachten Patty Blend. Selbst gewolft. Hast du den Wolf gewolft? Auch sehr geil, nur hast du geil gemacht. Jetzt mache ich mich hier an die anderen Zutaten. Ich muss die Zwiebeln beizen, das hatte ich ja eben schon gesagt. Und beizen ganz einfach, ich werde die schneiden und dann einfach quasi mit Salz und Zucker würzen. Okay. Und dann liegen lassen. Und du kannst nebenbei, denn wir sind ja in USA. Und was essen die Amis unglaublich gerne zu ihrem Burger? Pommes. Ja, ist auch gut. Chips, richtig, Chips. Wir machen auch noch Chips selber, Nora. Ganz hervorragend. Und das machst du. Und das mache ich. Das machst du. Super. Guck mal, Kartoffeln hast du da schon. Oh ja. Da ist wichtig, dass ihr festkochende Kartoffeln nehmt. Welche Sorte ist eigentlich egal. Gibt in jedem Land andere Sorten, deswegen ich würde jetzt keine amerikanische importieren. Es gibt auch sehr schöne die Laura heimische oder die Amandine, das ist eher französisch. Genau, okay. Aber du weißt Bescheid. So, ja. Damit du dir da jetzt nicht schon wieder einen Wolf schneidest, habe ich dir so einen schönen V-Hobel, heißt das Gerät, mitgebracht. Und da kannst du dir jetzt einen abhobeln. Hervorragend. Ne? Das schaffe ich gerade noch so. Ja. Vielleicht hast du noch einen Tipp. Also ich bin ganz froh, dass du das Zwiebelschneide übernimmst. Ja, ich mache das schon mal parallel. Also bei mir tränen immer die Augen. Gibt es einen Trick, wie das zu vermeiden ist? Übung. Oder halt zusätzlich ein sehr scharfes Messer. Weil je schärfer das Messer, desto weniger Zellstrukturen zerstörst du beim Schneiden oder beim Drücken. Ne? Weil wenn es kein scharfes Messer ist, dann drückst du das eher kaputt. Und dadurch steigen natürlich, also zerstörst du viel mehr Zellen und die ätherischen Öle steigen hoch. Und die gehen dir halt voll ins Gesicht und lassen dich heulen wie die Amis am 4. Juli. Ne? Damit schließt sich der Kreis ja auch wieder. Ja, richtig, richtig. Beim Fleisch braucht man das scharfe Messer. Also grundsätzlich eigentlich ist... Genau. Scharfes Messer ist the key. Scharfes Messer ist the key, genau. Genau, du hobelst die Dinger. Sehr gut, guck mal, schon sehr gut gemacht. Nora. Danke. Finger immer nach oben beim V-Hobel. Das ist ja beim Hobeln, muss man einfach mal sagen, da geht ja schnell mal so, genau. Ich sag mal, unangenehmerweise ein Fingernagel flöten oder sowas. Ne? Nennt man dich sonst auch vier Finger, Nora, gleich. Lass das. 5 gilt für mich und die Jungs vom... Sägewerk. Sewing Center. So, das kannst du so lassen, weil das ist Safety First, wie man in USA sagt. Lass das einfach dran, dann musst du nicht hier die letzten auch noch abhobeln. Und ich schneide hier währenddessen einfach ganz schnell die Zwiebel. Machst aber auch nicht zum ersten Mal, oder? Ich will was sagen, bitte mach eine kurze Pause. Ich habe gefragt, ob du es zum ersten Mal machst. Ach so, ja. Sieht bei mir auch so aus, wenn ich Dinge zum ersten Mal mache. Oh, hier hängt es. So, während du da hobelst, guck mal, ich packe diese Zwiebeln hier einfach rein. Und jetzt geht die Beize los, Leute. Und zwar ist es mega simpel. Ihr nehmt einfach so gut 2-3 Prisen Salz. Das sind 2. Das sind also mir wird ein hoher Salzkonsum vorgeworfen, aber wenn ich das sehe, dann bin ich ja beruhigt. Ich bin, in der Küche hast du immer so, also eine Prise Salz, das wird mir auch oft gesagt, eine Prise Salz ist immer so ein guter Esslöffel eigentlich. Ich mag deine Küche. Ja, ne? Nur kurz, ja, das ist Zucker, nicht, dass ich doppelt salze. Guck mal, jetzt kommt hier auch genau die gleiche Menge Zucker rein. Und als letzte Instanz, liebe Nora, einen ganz, ganz kleinen Schuss Essig. Das ist jetzt kein besonderer Essig, das ist einfach so ein destillierter Essig, auch kein Kräuteressig, wirklich ein ganz reiner Essig. Und jetzt gehen wir schön mit den Fingern rein. Und alles verteilen mit den Fingern machen, das ist ganz hervorragend. Wir machen die Zwiebel ist ja vielschichtig, wie du, Nora. Ne? Nicht wahr? Und ich bringe auch immer die Männer zum Wein, außer dich. Also, das stimmt. Verzweiflung. Das stimmt. Mich heute auch schon dreimal. Ganz genau. Im aber Caravan deine Tränendrüsen sind ja, das könnte man falsch verstehen. Also sollte ich jetzt anfangen zu weinen, liegt es nur an dir. Ganz genau. So, guck mal, ich knete die einfach so ein bisschen durch, damit sich alles verteilt. Und guck mal, du siehst schon, siehst du das, wie es schon anfängt zu schwitzen quasi. Na, also Wasser wird entzogen und ich finde, wenn Zwiebeln anfangen zu schwitzen, das klingt erst so ein bisschen unsexy, aber... Das stimmt. Naja. Aber we make it sexy again. Ich wollte gerade sagen, der Burger ist ja sehr sexy. Guck mal, ich bin auch schon fertig, we Freddy. We make onion sweat great again. Oh. Pünktlich bin ich auch mit meinen Perfekt. Chips fertig. Wie gefallen sie dir? Ich finde sie sehr cool. Also man könnte sie noch dünner machen, aber ich habe es ja so eingestellt, deswegen ist es ausnahmsweise mal nicht deine Schuld. Aber ich finde die ganz cool. Also man hat dann auch so ein bisschen Biss noch. Das ist jetzt vielleicht so ein, vielleicht ein Millimeter oder so. Mhm. Ja. Und jetzt müssen wir die Stärke abwaschen. Denn damit so ein Chip richtig crispy wird, muss man das machen, wovon man eigentlich denkt, man sollte es nicht machen. Weil Stärke heißt ja eigentlich Knusprigkeit. Ja. Da ist aber so viel Stärke dran an den Kartoffeln, okay, dass sie nicht knusprig wird, wenn wir die Stärke nicht abwaschen.
Wie? Also einfach unter kaltes Wasser? Oder? Genau, ich habe dir da schon mal so eine GN hingestellt. Ja. Da ist kaltes Wasser drin und da legst du die einfach ein und bringst die einmal richtig durch und dann lassen wir die da mal so eine Viertelstunde bis 20 Minuten einreichen. Das könnte nach hinten losgehen. Ich könnte dir helfen, aber ich tue es jetzt einfach nicht. Kein Problem, selbst ist die Frau. Hier haben wir es. So, einfach reinschmeißen? Einfach reinschmeißen, genau. Und dann gut waschen, als wäre Waschtag bei dir zu Hause. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, wann das letzte Mal war. Ja, du lässt halt waschen, wenn es da ist. Ne? Ich nehme einfach meinen Waschbrett auf. Awesome. Gut, während du da wäschst, das kannst du ein bisschen machen, kümmere ich mich hier um den Rest. Das ist auch relativ easy, denn die Gurken haben wir zwar auch selber gemacht, aber schon eingelegt. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch ein Stück Tomate. Und wieso ist die grün? Genau, nicht wundern. Ich habe einfach eine grüne gekauft, weil die da war. Ihr könnt natürlich auch ganz normale rote nehmen. Da seid ihr die Architekten, was ihr auf euren Burger packt. Werden wir nachher ja auch noch sehen, wie du deinen Burger gerne isst. Man muss ja auch sagen, für die Farbe sieht es auch schöner aus, wenn sie rot ist, weil grün ist der Salat. Und dann ist es eigentlich ganz schön, wenn man auch einen roten Farbtupfer da drin hat. Aber das ist dann wahrscheinlich einfach nur mein... Wir haben ja Ketchup. Optischer Anspruch, sag ich mal. Oh ja, Ketchup. Auf alles, was nicht schmeckt, tut man einfach Ketchup drauf, damit es irgendwie. That's the lifestyle. Genau. So, und ich schneide die. Guck mal nur, ich schneide die nicht so runter. Also nicht so runter, sondern ich schneide die quasi quer. Damit das ganze Innenleben nicht flöten damit geht. Damit man dieses Innenleben auch schön sieht. Weil es ist einfach eine viel schönere Struktur, wenn du die. Ich finde, ja, schön ist, und es sieht gut aus. Das Danke. Machst du gut. Ja, Danke. Doch, ich würde dich einstellen als Tomatenschneider. So viel Lob habe ich selten von dir bekommen. Hast du das gelernt eigentlich oder ist das jetzt... Tomatenschneiden? Mhm. Ja, das habe ich gelernt. Mhm. In der Tomatenschneiderschule oder wo? In der Tomato Academy of Wisconsin. Really? USA. In den USA? Mhm. Ja, natürlich. Okay, das sind die Tomaten hier, die Reste, die rauskommen, die packen wir einfach mal weg. So. Na, also wenn ich dich jetzt mal bräuchte, so zum Tomatenschneiden, könnte ich dich mieten. Ich habe mal in deiner Agenda gelesen, du warst mal... Tomatenschneider. Mietkoch. Ja, war ich auch. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich dich doch vielleicht mal gemietet, damit du ein paar Tomaten bei mir zu Hause schneidest. Ja, ich hätte die auch pflanzen können. Hm? Ja, das wäre gut, weil ich habe nicht so den grünen Daumen. Ja, merke ich. Ja. Ich habe versucht, eine Paprika zu züchten. Nach 2 Jahren habe ich dann die Pflanze weggetan, weil vielleicht war es auch keine Paprika. Ich denke, das war's. Was mache ich mit diesen Kartoffeln? Die lässt du jetzt einfach stehen und lässt die jetzt wirklich so Viertelstunde, 20 Minuten einmal auswässern. Zwischendurch immer noch gerne mal wieder ein bisschen durchgehen, damit die Stärke weggeht. Mhm. Und wenn du das fertig hast, liebe Nora, dann nimmst du hier dein wunderschönes Küchentuch, breitest das hier aus, packst die dann da drauf und machst die so trocken wie möglich. Kannst auch so ein bisschen Küchenkrepp noch nehmen, weil wir müssen die wirklich so trocken wie möglich machen, weil wir die danach hier im Fett frittieren. Und ja. Fett und Wasser, liebe Kinder da draußen, ist eine ganz schlechte Combination. Wer in Physik aufgepasst hat, ich habe gehört, Physik ist nicht so dein Ding. Nee. Endgegner wie Mathe. Richtig. Gut. Richtig. Vielleicht sind die Zuschauer ein bisschen weiter in der Physik als du und wussten das schon. Aber es ist ja gut zu wissen, Hoffen für wir. Die, die das auch nicht wussten. Hoffen wir. Ja. Kann ich die Zeit nutzen, während das da so vor sich hin ausdünstet, die Stärke, dass ich etwas anderes noch tue? Du kannst die Burger Buns sehr gerne aufschneiden. Ich gebe dir mal hier so ein wunderschönes Messer. Boah, ich würde es gerne hochschmeißen und mit so einer Machete einmal durchsäbeln. Ja, nee, das lassen wir. Okay. Aber du kannst hier einschneiden und guck, dass das wirklich gerade ist. Das ist jetzt deine Aufgabe, Noah. Das ist schon eine krasse Aufgabe, muss ich sagen. Ich bin echt schlecht im Brot schneiden. Was ist das denn? Das ist ein Bun Knife, also ein Brot, so ein Brot- und Brötchenmesser. Du musst, ich stehe schon auch unter Druck ein bisschen, muss ich jetzt sagen. Mein Vater hat immer gesagt, ein Messer ist zum Schneiden und nicht zum Drücken da. Dein Vater war ein sehr weiser Mann. Ja, ist er immer noch. So, Salat ist ready, Zwiebeln sind ready. Und dann können wir eigentlich gleich schon, oh, guck mal, bravo, können wir mal einen Applaus haben. Great Applaus, you did great. Danke. You did great. Danke, I know, right? Soll ich beide direkt, weil schon, ja, ne? Ja, mach gerne. Also ich glaube, wir teilen uns erstmal ein, wir haben heute noch ein bisschen was vor. Wieso muss ich mir mit dir teilen? Weil man dann sieht, wie schön wir den aufschneiden können. Ich mach beide. Gut, und wenn du da fertig bist, liebe Noah, wasch ich nochmal Kartoffeln. Dann wäschst du nochmal Kartoffeln. Da muss ich dranbleiben, die und dürfen wir nicht. Gehen dran, die Buns zu toasten. Dafür mache ich endlich mal den Grill an. Oh, jawohl. Wir kommen endlich der Sache näher. Wir machen was, was du vielleicht noch nicht kennst. Und zwar werden wir jetzt die Burger Bun, die Schnittseiten, antoasten. Das ist, glaube ich, relativ common. Ich hau ein paar Anglizismen rein hier einfach, weil wir in den USA sind. Ja, super. Und viele machen das entweder so oder packen Butter drauf. Was ich gerne mache,
ist, ich hau Mayo drauf. Um den Fettgehalt noch etwas zu erhöhen. Wir haben ja noch nicht so fettiges Fleisch. Ich sag mal so, Butter ist jetzt ja auch nicht so der Low Carb. Das stimmt. Ne? Aber ja, Fett macht es halt auch schön knusprig, muss man sagen. Genau. Und okay, aber Mayo besteht ja auch zum Großteil einfach aus Fett. Öl. Ne? Und ich finde aber, wenn die Mayo so wunderschön... Sorry, das passiert mir sonst nicht. Drüben ist meine Toilette. Wenn die Mayo so richtig schön heiß wird und anfängt zu brutzeln, hat das halt vom Geschmack her auch noch mal was viel Geileres. Und wenn du wirklich so bist an der Ostküste oder so, ne, da findest du viele Burgerläden, die halt wirklich auch genau das machen. Also die Burger mit Mayo anrösten. Also, das wusste ich noch nicht. Das ist ein guter Hack. Zeig mir die Magie von weißer Mayo zu. Zu richtig crispy. Guck dir das mal an. Ne? Also okay, das sieht wirklich sehr sexy aus. Mhm. Und aber vom Geruch her, du riechst halt auch dieses, ist ja auch ein bisschen Essig drin in der Mayo und das Ei. Also richtig gut. Ich mach die fertig. Ich werde jetzt hier, ich muss nur aufpassen, dass sie nicht verbrennen, das kriege ich aber hin. Du kannst die Chips ja schon mal frittieren. Ja. Achtet darauf, dass das Öl zwischen 175 und 180 Grad ist. Wenn du möchtest, Nora, kannst du auch kurz mal abmessen. Oh ja, einfach hier leg mir das mal hier rein. Kannst du auch Finger nehmen. Und ich mach hier schon mal die Bällchen, Leute, denn wir machen ja hier die schönen Smashed Patties und da reicht es wirklich aus dem Hack so ein Bällchen von circa 80 bis 90 Gramm zu nehmen. Wenn ihr es ein bisschen breiter wollt, ihr müsst natürlich auch mal gucken, wie breit sind die Burger Buns, die ihr hier habt. Ne, wenn ihr natürlich sehr breite habt, nehmt da circa 100 oder bis 120 Gramm. Bei den kleinen Buns, die wir jetzt haben, reichen so circa 80 bis 90. Das ist ungefähr so. Und sag mal, wie viele werden das ungefähr von der Menge, damit man mal so weiß... Also jetzt haben wir hier natürlich schon ordentlich viel gemacht. Ne? Ja. Da kriegen wir bestimmt so 15 Stück raus. Brauchen wir jetzt natürlich heute nicht. Deswegen immer, wenn ihr eh am Wolfen seid und frisch macht, alles danach in Zipperbag, was übrig geblieben ist, in Zipperbag und einfach einfrieren. Und dann läuft die Luzi. Wie lange lasse ich die Chips schmoren? Es ist immer so ein guter Tipp, bis sie fertig sind. Hervorragend. Dann also warte ich mal noch ein bisschen. Vom Bräunungsgrad, du bist der Architekt deines Bräunungsgrades jetzt oder unseres. Also grundsätzlich sind wir eher so Typ braun, würde ich sagen. Genau, wir sind schon Bronze auf jeden Fall. Und du sagst immer so eine Handvoll nur, ne? Nicht zu viele, dann wird's nichts. Genau. Boah, ich finde, das sieht schon... Ja, kannst du ein bisschen hin und her, so genau wie in der Frittenbude, ins Fett halten. Und dann so ein bisschen, genau. Man merkt, ich habe noch nicht mal auf dem Weihnachtsmarkt auf der Frittenbude gearbeitet oder so. Okay, und ich kümmere mich hier um die Bällchen. Wie gesagt, ich drücke die so ein bisschen zusammen und ich salze die auch erst nachher. Denn alles, was wir an Salz vorher reingeben, entzieht dem Fleisch wieder Wasser, macht das Fleisch auch ein bisschen fester einfach. Und wir wollen ja eine Struktur haben, die trotz des Smashens halt richtig schön außen kross ist, aber trotzdem von der Bisskonsistenz immer noch schön weich. Jawohl. Noch ein bisschen? Na, das passt. Ja, super. Das passt. Ich finde auch, dass es ganz hervorragend aussieht. Das sieht doch super aus. So, pass auf, jetzt lassen wir das richtig anknuspern. Mhm. Dann drehen wir das um, legen den Käse und packen dann so eine unglaublich geile Burgergloschen drauf, damit der Käse innerhalb von Sekunden schmilzt. Und dann können wir auch schon anrichten. Wir haben American Cheese. Mhm. So, das legen wir da drauf? Das legen wir da noch drauf. Okay, ja. So, ich mache, damit es nicht ganz runterläuft. Ja. Knicke ich das immer so ein bisschen. Ja. So. Pack den hier drauf. Wir legen zwei Patties auf einen Burger. Ja, Mann. Ich salze noch ein bisschen. Ne? Nicht da muss man mal drauf kommen. Das ist ganz klug. Übernehme die Ehre und lege diese Glosche über diese Patties bitte. Genau. Einfach rauf. Wird das nicht heiß hier oben am Ende? Das wird heiß, aber okay, dafür haben wir das Ding hier gleich. Ah. Hm? So, und jetzt ist das wird der Klassiker, man fasst es an und merkt dann so, das war keine gute Idee. Guck mal, jetzt mache ich hier auch quasi einfach schon die Flammen aus, denn die Hitze reicht aus und wir können unseren Burger belegen. Guck mal. Wahnsinn, okay. Sieht das nicht geil aus? Sieht total geil aus. Mit der Mayo.
Wie magst du deinen Burger? Soll ich einfach mal machen? Oder? Ich bitte darum, ja. Du kannst schon mal ein paar Gurken aus dem Glas holen. Und ich starte meinen Burger eigentlich immer mit Ketchup und Mayo. Es ist, in den USA es gehört Mayo einfach auf jeden Burger drauf. Und ich mag es auch gerne, wenn viel Soße drauf ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Soße geht immer. Aber man, ich finde, wenn zu viel Soße ist, dann verdirbt so ein bisschen den Geschmack des Patties. Wirklich, ja genau. Ich finde, das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, dass wenn zu viel Ketchup ist, dann versucht man etwas zu verdecken, was nicht so gelungen ist. Und das kann uns ja nicht passieren. Ja, aber die Leute haben es ja gesehen, dass es geil ist. Das heißt, wir können trotzdem so viel Soße drauf knallen. Du hast vollkommen recht. Soll ich das mit der... Haben wir eine... Guck mal, ich gebe dir eine Gabel. Da. Kannst du das richtig hygienisch genau. Daraus? Und ich nehme hier noch so ein bisschen American Mustard, Leute. Das ist übrigens kein deutscher, das ist amerikanischer Senf. Den bekommt ihr entweder in einem sehr gut sortierten Supermarkt oder halt in einem Spezialitätenladen oder auch online gibt es den. American Mustard heißt der. Nicht Senf. American Senf. You know Senf? Ja, warte. Ich würde erstmal... Ja, machen ist ja nicht schlimm. Ich hab die Reihenfolge versaut. Pass auf, ich sag dir, warum ich die Gurken oben drauf lege. Ja. Und zwar, Gurken haben einen hohen Wasseranteil. Wenn wir jetzt den Salat unten drauf legen, dann hast du so eine Schutzschicht und es suppt nicht komplett durch. OMG. The G is for genius. The G is for OMG. Okay, pass auf, jetzt fehlen uns eigentlich nur noch die Zwiebeln und ein bisschen Tomate. Hier lege ich, also Tomate ist, also ich bin nicht so der Tomatenfan, aber ich finde so, manchmal gehört es dazu und so eine Scheibe ist für mich okay. Und dann packen wir natürlich noch ein bisschen von unseren gebeizten Zwiebeln drauf, riech da mal dran. Kannst auch mal pur probieren, wenn du möchtest. Ich weiß, du bist ja nicht so der Fan von rohen Zwiebeln. Probier mal, ob die dir nicht so roh sind. Wirklich? Ja. Wir halten alle den Atem an. Oh ja. Ne? Die sind d'accord, ja. Ist auch nicht mehr so scharf. Ne? Oh, krass. So, pass auf. Bevor das jetzt komplett runterrutscht, packen wir mal schnell den Deckel drauf. Okay, also wenn man so einen Burger im Laden kriegen würde, dann wäre ich auf jeden Fall schon der größte Fan, wenn er so schmeckt, wie er aussieht. Ich weiß nicht, ob das bei euch gerade zu Hause auch so geil ist. I doubt it. Ich sag mal so. Aber das Gute ist ja, ihr könnt es ja jetzt nachmachen. Das heißt, holt euch American Lifestyle nach Hause, holt euch einen richtig geilen Burger nach Hause mit Melting Cheese, mit den Smash Patties und du wirst gleich schmecken, Nora, wie geil crispy das Patty ist und trotzdem soggy, wie der Amerikaner sagt. Soggy. Okay. His favorite word. Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss auf jeden Fall probieren, bevor wir das Ganze hier schließen können, weil ich kann die Leute nicht gehen lassen, ohne meine ehrliche Meinung gegeben zu haben. Wollen wir das dann mal aufschneiden hier? Eigentlich will ich nur unbedingt probieren. Ja. Guck mal, bevor es auseinanderfällt, hier, nimm dir deinen Part. Ich glaube, wir gehen jetzt mal ins Probieren. Und du bist ja die Stimme des Volkes. Absolut. Du weißt, weil ich kenn's ja schon, du beißt rein und lässt dein Feelings freien Lauf. Ästhetik pur. Ja. Mhm. Nora. Boah, das schmeckt, also schmeckt einfach richtig, richtig, richtig gut. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oder? Weil die Mischung aus dem Käse. Senf, Mayo, Ketchup, Patty, Käse. Der Käse hatten wir schon jetzt unfassbar. Mal drauf. Irgendwo wollte ich gerade sagen. Und Patty, hast du auch zweimal Patty gesagt? Habe ich. Also das ist schon unfassbar. Also. Es schmeckt richtig gut. Und das Brot, kriegt man das Rezept vielleicht auch noch von dem? Ja, das kriegen wir hin. Also, kriegen wir hin. Nur für euch. Nur für euch da draußen. Mega, mega lecker. Also ich kann wirklich, wirklich nur empfehlen, es nachzumachen. Das ist the taste of US&A. Das ist the taste. Oh, und natürlich, wenn man dann dazu noch so einen hochklassigen Chip isst. Die Side Dishes, genau. Ganz wichtig. Also, absolute Spitzenklasse. Boah. Ich kann nur empfehlen, es nachzumachen. Ja, vielleicht könnt ihr davon was mitnehmen. Und auf jeden Fall so einen Burger. Mit nach Hause auch. Wir verabschieden uns, genießen noch unser Essen und freuen uns auf euch bis zum nächsten Mal bei Grill the Globe. Ciao, Kakao. Bye. Ich muss noch mal reinbeißen.